Hallo und herzlich willkommen zu einer Plan Zoo. Mein Name ist Knorke und ich freue mich, dass du dabei bist. Ich habe mir gerade diese Tür angesehen und dachte mir nur so, was fehlt da? Warum sieht die da so verloren aus? Wir haben die Terrasse vergessen. Das ist mir jetzt gerade erst bewusst geworden. Wir haben die Terrasse dort vergessen, weil die ganzen Türen hängen ja auf der Terrasse, nur die nicht. Die steht hier irgendwie im Rasen rum. Da müssen wir aber kurz nachkorrigieren. Jetzt sehe ich aber gerade eine kleine Problematik, denn wir haben hier eine Glaswand und ich weiß nicht, ob das so pralle aussieht, wenn wir die Terrasse bis hier ziehen und dann haben wir ja hier die Rasenabschlusskante. Ja, werden wir ausprobieren. Ich bin mir da jetzt noch nicht so 100% sicher. Mist, wieso habe ich die denn vergessen? Ja gut, dann machen wir jetzt mal ganz kurz eine Terrasse. Okay, wir haben hier geöltes Holz. Okay, geöltes Holz und wir haben hier einen Play-Button, dann lassen wir mal laufen. So, geöltes Holz. So, wir gehen hier in dieses Objekt und sagen dann, oh Mann, weißt du, was mir gerade einfällt? Wir haben ja hier eine ganz andere Höhe. Oh Mann, wieso haben wir das denn vergessen? Warum hast du denn auch nichts gesagt? Du bist schuld. Ja gut, warte. Warte. Warte, okay, das ist fast dieselbe, das ist sogar dieselbe Höhe, okay. So, dann platzieren wir das mal ganz kurz. Dann trennen wir das mal ganz kurz. Trennen, dann ziehen wir das runter. Und ungefähr auf. So, so müsste es perfekt sein. Okay, und dann kann das wieder gelöscht werden. Danke für deine Hilfe, tschüss. So, wir ziehen die. Aha. Mir fällt gerade auf, wir haben hier auch noch. Ah. Ah! Warum? Obwohl, das könnte passen. Das könnte passen. Wir setzen die Rasenabschlusskante hier hin. Dann kommt die hier gegen. Ja, müsste passen. Boah, nee. Wieso habe ich das denn vergessen? Ich Vollhorst. Weißt du, und du sagst wirklich nichts, ne? Du lässt mich hier echt doof sterben. Ich saß hier wirklich so vorher, so vor der Aufnahme. Was fehlt da? Was fehlt da? Und da dachte ich, ach, ey, Mini. Okay. So, wir sind jetzt bis hier. Dann können wir das einmal trennen. Wir brauchen ja gar keine Rasenabschlusskante, fällt mir gerade ein hier. Theoretisch brauchen wir hier keine Rasenabschlusskante. Lassen wir da drüber gucken? Lassen wir da drüber gucken? Oder machen wir das bündig? So. Warte. So. Machen wir das so. Da bin ich mir jetzt noch nicht so 100% sicher. Wie sieht das denn aus? Warte mal. Das sieht doof aus. Das sieht wirklich doof aus. Denn wir haben hier... Ja, okay. Ne, das sieht wirklich doof aus. Und wenn wir das jetzt ein bisschen bis... Sagen wir bis hier ziehen. Warte. Also nicht da rein, sondern wirklich so. Gucken wir mal. Okay, das sieht besser aus. Das sieht wesentlich besser aus. Das ist nicht bündig. Oh, nö. Weil das krumm ist, ne? Ja, okay. So. Das wäre jetzt bündig. Dann gucken wir mal. Okay, das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Warum sind wir denn hier krumm gegangen? Kann mir das einer mal sagen? Warum sind wir hier krumm gegangen? Das verstehe ich jetzt nicht so ganz. Und wieso sind teilweise aktiviert die Lichter? Welche Lichter? Was habe ich hier für Lichter aktiviert? Moment, Moment. Ich muss mal ganz kurz gucken. Ah, oh. Hier gehört aber sehr viel zu. Jo. Wieso habe ich das denn als ein Objekt? Da war ich ja aber mega clever. Okay, warte mal. Also, hier sieht man... Okay. Das kriegen wir hin. Warte. Das geht auch so ein bisschen hier raus. Dann können wir doch, pass auf, dann können wir das auch. Ne, dann können wir auch hier, guck mal. Dann machen wir das hier. Dann finde ich das in Ordnung. Ne, wenn die Hecke das kann, dann kann die Terrasse das erst recht. So. Jetzt aber brauchen wir diese Rasenkantensteine. Oder können wir die sogar... Können wir die sogar hier hinsetzen?
Passt. Oh, Freude. Okay. Sehr schön. Weiter. Boah, dass mir das nicht aufgefallen ist, ne? Warum geht die Terrasse krumm? Ich frag nur. Wieso ist die Terrasse krumm? Warte mal. So. Das geht auch weg. Und dann können wir hier... die ist wirklich krumm, ne? Okay, da guck ein bisschen über. Da guckt das gleiche über. Ah! Ich weiß warum. Ich weiß warum. Haha, und du nicht. Rigipswand. So. Weißt du, warum die krumm ist? Weil wir uns daran orientiert haben und irgendwo haben wir hier eine kleine Wölbung drin. Deswegen. Das ist nicht die Terrasse, die krumm geht, sondern die Rasenrandsteine. Ich wollte gerade Rasenrandsteine eingeben. Das ist ja sensationell. Nein, die heißen Rigipswand. Rigips. Okay, Rigips. Und die Rigipswand setzen wir... Nee, das bist du nicht, sondern die hier. So, perfekt. Guck mal. Bin ich jetzt auch im richtigen Objekt drin? Nicht, dass wir jetzt gleich schon wieder das haben. Ja. Ich bin sehr clever. Muss man einfach so sagen. Ich war nicht in dem Gebäude drin. Außen oder innen? Außen oder innen? Außen oder innen? That's the question. Ich guck gerade. Ich glaube, wir müssen noch ein bisschen höher, ne? Ich guck gerade. Moment. Oh, warte, 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 warte. So. Nee. Warte, wir machen das anders. Wir machen das anders. Und zwar bauen wir die ab hier. Dann machen wir hier die Rigipswand hin. Oh mein Gott. Ich glaube, innen... Ja, wir müssen die ja schon aus innen gehabt haben. So, pass auf. So. Dann richten wir die Terrasse hier nach aus. So. Und noch ein bisschen. Und Ende. So, dann kann das hier nämlich weg. Dann gehen wir nämlich in das hier rein. So, und sagen hier. Geöltes. Geöltes. So, geöltes. Wo ist das denn? Ach, unter Dächer, ne? Stimmt. So. Und das ziehen wir da rein. Und dann trennen wir das beide von der Gruppe. Zip. Ziehen das hier hin. Ziehen das hier hin. Okay. Und dann sagen wir jetzt, Abmarsch. So. Dann haben wir die Terrasse nämlich jetzt gleich auch fertig. Fällt mir gerade ein. Nicht so ganz, ne? Ah, ist ja wieder unterschiedlich, natürlich. So, pass auf, dann trennen wir das einmal von der Gruppe. Dann trennen wir das von der Gruppe. Dann markieren wir die beiden. Und ziehen die einmal rüber. So, ne? Und pass auf, jetzt sind wir sogar gerade. Oh, wunderbar. Guck mal, wir sind richtig gerade. Muy bueno. Oh, warte! Moment! Ich bin gerade richtig clever. Moment, Moment, Moment. So. Dann gehen wir nämlich hier hin, sagen hier. Genau. Markieren den und den hier. Und setzen die hier drauf. Dann können wir doch die Rasenrandsteine auch als Fundament nehmen. Boah, mega clever von mir. Haben wir jetzt guten Abstand? Nee, ne? Warte. So, ne? Nee, noch ein bisschen.
Ein bisschen zurück. Ein bisschen hin und her wubbeln. Moment, wir haben es gleich. Wir schaffen das. Sehr schön. Ja, perfekt. Als wäre nie was gewesen. Oh, Gott sei Dank. Und hier ist auch ein sauberer Abschluss, ne? Das sieht auch sauber aus. Ich gucke nochmal ganz kurz, wenn wir die jetzt nach außen setzen würden zum Beispiel. Ach, die sind schon außen. Ah, okay, ich nehme alles zurück. Weil, ich bin jetzt gerade am Überlegen, ob wir die Kante da nehmen. Weißt du? Dann müssten wir ja theoretisch das hier einmal alles markieren. So. Dann sagen wir vor der Gruppe trennen. Das war jetzt unclever, glaube ich, von mir. Das war sehr unclever von mir, glaube ich. Aber wir gucken mal. Okay, wenn wir jetzt sagen, pass auf, okay, der geht da rein. So, und die kommen natürlich hier noch ein bisschen hin. Ja, nicht so weit, nicht so weit, hallo. Nicht so ausrasten, bitte, danke. Sauberer Abschluss, Freunde. Das ist ein sehr sauberer Abschluss. Und hier passt auch alles. Oh, haben wir es ja geschafft. Ich finde das echt gut. Also hier mit dem Übergang. Ich weiß, am Überlegen, ob wir die Terrasse vielleicht bis hier ziehen sollen. Aber ganz ehrlich, ich finde das so okay. Weil dann sieht das auch nicht so gepresst aus. Sagt der, der den Pool gerade sich anguckt. Aha. Moment. Du verschwindest mal kurz dahin. Dann können wir vielleicht nochmal das Ganze probieren. Ja, bitte, bitte, bitte. Das Wasser bleibt auf der Strecke, ne? Habe ich gerade gemerkt. Oh, Mann. Wie machen wir das denn jetzt am besten? Weil das Problem ist einfach, wir nehmen Gelände, nehmen das Wasser wieder weg, tun das Wasser wieder dahin, damit ich erstmal gucke, welches wir da genommen haben, weil Azur, okay. Geil, du kannst jetzt mittlerweile das löschen. Ui. So, jetzt sagen wir Gelände. Hier, das ist kein Problem. Das ist kein Problem. Aber das wird ein Problem werden. Weil ich weiß ehrlicherweise nicht mehr. Also so ungefähr, ne? Die Tiefe spielt, ist ja egal. Oder? Tiefe ist ja egal. Da kommt ja eh Wasser rein. So, und das hier wird jetzt echt nicht so schwer sein, weil hier können wir das Gelände nämlich sagen, pass auf. Das war das, ne? Ja. Nee, warte mal, müssen wir... doch. Ja, pass auf, dann ziehen wir hier erstmal ein bisschen. Ne, das war hier so ein bisschen auffüllen. So, und dann können wir sagen, abflachen. Sonst hätten wir, glaube ich, einen Hohlraum darunter. Wäre jetzt nicht so tragisch, aber da ist halt der Perfektionismus gerade wieder. Ist besser, ne? Die Position. Ich guck mal ganz kurz was. Ne, ich finde, die Position sollte schon sein. Okay, wir brauchen gar kein Wasser einfüllen. Das machen die von oben. Ne, die haben die Sprengkleranlage gerade angesetzt und das wird jetzt sowieso voll. Geilo! Boah, ich bin jetzt gerade echt am Überlegen. Abstandsmäßig ist das eigentlich okay. Weil du willst ja auch, ganz ehrlich, von der Terrasse nicht so weit laufen bis zum Pool, ne? Wasser. Wasser. Wasser? War das die Höhe?
Ja, ne? Wasser. Ja, okay, pass auf. Dann machen wir hier wieder. Farbe war Azur. Swip. Oh, geilo. Haben wir sogar das Planschbecken verschoben. Ich bin jetzt gerade am Überlegen, ob wir die Terrasse erweitern sollen. Wäre das eine Option? Dass wir zum Beispiel sagen, so jetzt? Ich bin so überrascht, dass wir die gleiche Höhe haben, ne? Wäre das eine Option? Boah, ich bin mir da jetzt nicht 100% sicher tatsächlich. Ich bin mir wirklich, wirklich, wirklich nicht sicher, ob wir das machen sollen. Weil das sieht ein bisschen komisch aus, ne? Ich meine, ja, wir könnten halt auch zwei breit machen, das wäre jetzt nicht das Problem. Ich finde das so schöner. So separat stehend, nicht verbunden. Oder? Ist halt, glaube ich, auch Geschmackssache. So, pass auf, jetzt gehen wir einmal hier hin. Sagen einmal mein Lieblingswort. Rigipswand. Rigipswand. So. Und machen wir hier auch Randstein drum, ne? 70, 70, 70. Ist das 70, 70, 70? Ist das 70, 70, 70? Ich guck nach. Ja, es ist 70, 70, 70. Sehr schön. Nee, innen. So. Ah ja, gut, wir müssen jetzt natürlich jetzt wieder Rasen schneiden, das ist ja klar. Oder? Oder außen. Ah, oh, ist jetzt die Frage, ne? Die Frage... Ach, warte. Pass auf. Wir machen jetzt Folgendes. Ah, nee. Warte, warte. Nee, hallo. Ja. So, wir markieren die Rasenrandsteine alle, wenn das mal so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Hallo. Hallo, ich hätte gerne einmal, danke. Warum nicht gleich so? Ne? Ja. Ha. Warum müsst ihr immer so ausrasten? Hallo? Lass mich dich doch einfach markieren. Okay. Machen wir das anders. Auch nicht. Dann machen wir es so. Nein, auch nicht. Ach, der lässt sich markieren. Das hier aber nicht, ne? So. Ich kenne meine Tricks, Freundchen. Schon bitte. Ja, danke. Einer noch? Ja. So, trennen wir von der Gruppe. Und jetzt sagen wir, einfach nur so einen Millimeter nach links verschieben. So. Und schon glitscheritnos das nicht mehr so uns raus. Genau. Da wollte ich hin. So, dann können wir die hier uns auch markieren. Genau, die trennen wir dann auch von der Gruppe und sagen ein bisschen rein, ne? Ja, ein bisschen rein oder raus? Rein. Okay, wir müssen aber jetzt erstmal den Pinsel nehmen. Genau, dann machen wir das hier erstmal alles wieder weg. Einmal Rasen schneiden. So. Jetzt können wir doch theoretisch gesehen uns einmal das hier markieren. Ziehen uns das hier hin. So. Und das andere. Okay. Das hier passt von der...
Hat der sich gerade connected? Jo. Okay, der hat sich connected? Krass. Nee, ich möchte gern einmal den Rasenrandstein markieren. Das wäre echt nett, wenn das auch aus der Ferne gehen würde. Vielen Dank. Die Umrandung ist heute sehr aufdringlich anscheinend. So. Hm. Wie ist das denn, wenn wir jetzt sagen, pass auf, wir nehmen das hier weg. Passt nicht, ne? Okay, pass auf, dann machen wir Folgendes. Dann markieren wir das, 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 das und das. Hallo? Das? Und ziehen das alles. Ich hätte gern so ein Mittelding. So, ne? Ja. So, jetzt können wir nämlich hier sagen, pass auf, der kommt weg. Und der hier kommt dafür dahin. So. Der kommt weg. Und dafür kommt der hin. Moment. Habe ich jetzt gerade einen Gedankenfehler? Ja, ich habe einen Gedankenfehler. Moment. So. Genau, den setzen wir außen. Den setzen wir außen. Ja, genau. Den setzen wir außen. Den machen wir weg. Den setzen wir auch außen. Warum connectest du denn nicht, mein Freund? Hä? Muss ich das jetzt verstehen? Ich muss das nicht verstehen. So, pass auf. Jetzt markieren wir uns das, das. Ja. Und ziehen das Ganze ein klein bisschen nach links. So, ne? Guck mal, dann sind wir hier drüber. Und hier sind wir auch drüber. Okay. So, jetzt müssen wir nur noch diesen Stein hier hinsetzen. Trennen den von der... nicht von der Gruppe. Ich verstehe das nicht. Doch, weil wir die außen haben. Ja, okay, 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 ich verstehe. Ich verstehe doch. So, und dann ziehen wir den hier schön passend hin. Guck mal. Warte, warte. Muss ja perfekt sein. So. Okay, das... Okay, das sieht... Das hat eine andere Struktur, ne? Dann hat der hier eine andere Struktur. Warte mal, wenn wir das jetzt aber nach innen versetzen, dann haben wir ja ein Problem. Oder sehe ich das falsch? Moment. Nee, ich bin auf Vollhorst. Warte, 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 warte. Genau. So. Jetzt haben wir ja hier
hier dieselbe Struktur. Jetzt müssen wir nur noch das hier uns einmal rüber kopieren. Hä? Versteht das einer? Der hat doch gerade connected, oder nicht? Hä? Oder? Da connectest du, da nicht. Willst du mich verarschen? Okay, gerade Kante. Gerade Kante. Abgeschrägte Kante. Okay, ich mach meinen Trick jetzt. All das verstehe ich aber gar nicht. Und da verstehe ich jetzt auch keinen Spaß mehr. So, pass auf. Folgendes. So, jetzt haben wir hier eine abgeschrägte Kante. So, wir haben hier eine abgeschrägte Kante jetzt. Jetzt haben wir hier keine abgeschrägte Kante, weil das Spiel einfach das nicht möchte. Lass mich das doch mal markieren, Mann! Bitte! Bitte! Mann, 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 Mann. So. Okay, der macht keine abgeschrägte Kante. Wenn wir das jetzt hier hinsetzen... Auch nicht. Ah. Da, das ist die abgeschreckte Kante. Oh. Oh. Okay, kein Problem. Kein Problem. So. Okay, wir haben jetzt hier eine abgeschrägte Kante. Wir haben hier eine abgeschrägte Kante. Wir haben hier keine abgeschrägte Kante. So. Da ist die abgeschrägte Kante. Hahaha. So, da haben wir die abgeschrägte Kante und da haben wir die abgeschrägte Kante. Easy. So, ich bedanke mich fürs Zusehen, bedanke mich fürs Zuhören, bedanke mich für deine Geduld. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.